Sind wir wieder. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Hakemoshi und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play der Mario-Brüder. Wir sind in den Magma-Tiefen und so langsam nähern wir uns dem letzten Königsamen. Also das wäre die Hoffnung. Schauen wir mal, auf geht's. So, wir machen mal in den Magma-Tiefen einen ganz bequemen Anfang und holen uns erstmal einen Samen ab. Prinz Florian, wie hast du dir nur einen Weg durch die Ranken gebahnt? Die wuchern mittlerweile überall. Da hast du völlig recht. Man sieht das Blatt vor Augen nicht mehr. Wir hätten uns fast verlaufen. Die wuchernden Ranken überall und mit dem Magma stimmt auch etwas nicht. Was ist nur plötzlich los? Aber ich habe etwas gefunden, das ich in den Ranken verfangen hatte. Es soll dir gehören. Bitte unternimm doch etwas gegen diese wuchernden Ranken. Wuchernd? Zack, nächste Wundersamen, passt. Mario sieht wieder so klein und dick aus, weil wir noch nicht groß sind. So, jetzt machen wir ganz kurz einmal Kartenübersicht. Okay, da oben 10 haben wir, dann könnten wir da oben weitermachen. Unten links brauchen wir 25. Okay, dann würde ich vorschlagen, machen wir hier trotz alledem mal den Abzeichentest mit Schwebe. Heute habe ich mal Bock, einen Abzeichentest zu machen. Und dann gehen wir in die Level. Aber es muss jetzt mal sein, so ein paar. Ja, weiß ich doch. Ich weiß doch, wie das geht. Und habe gleich verkackt. Ja, so geht's. So geht's nicht. Okay, zack, 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 oh ja, gut. Okay, ich merke schon, das ist wieder wie bei dem einen Level. Ja, da war ich jetzt zu langsam. Da wollte ich zu viel von allem. Oh, jetzt die Frage. Nein, 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 warum tue ich das? Warum tue ich das? Warum springe ich da runter? Ist so dumm. Ich war da. So. Nein. Komm zurück. Das war der denkbar blödeste Moment, um runter zu springen. Deswegen haben die auch diese dämliche Blume da. Okay, jetzt werde ich gerade wieder. Jetzt geht es mir gerade wieder auf den Piss, dass ich diesen Test hier gemacht habe. Und diese dämliche Blume muss ich nämlich auch wegkicken. Oh. Komm. Ja, so, jetzt konzentrier dich. Hakemoshi. Oh. Das ist denn da nicht den richtigen. Ja, so geht das. Jetzt sind wir endlich mal wieder Normalgröße hier. Okay, Sandwichwurst. Okay, das scheint ein bisschen entspannter zu sein. Ja, das hätte ich jetzt nicht gewusst, wie ich das hinkriege. Bin groß. Oh, da sterbe ich doch. Wie soll ich das denn machen? Ja. Einsteigen. Okay, komm. Ich muss einfach den richtigen Punkt erwischen, um auch an dem Dicken da vorbeizukommen. Okay, den haben wir. Nee, den 10er lassen wir jetzt sausen. Danke. Und dann haben wir nämlich das Abzeichen erledigt, wenn ich jetzt hier nicht noch verkacke und abstürze. Und direkt oben drauf. Perfekt, wundersam eingesammelt. Weiter geht's. So, sorry, dass wir das erstmal so entspannt hier anfangen, aber ich dachte, das Abzeichen können wir auf alle Fälle mitnehmen. Und hat sich auch gelohnt. War jetzt auch tatsächlich nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. So, jetzt haben wir nämlich schon 11. Und jetzt habe ich ja oben gesehen, da brauchen wir 15. Ach nee, das hier war wieder so ein Rätselding. Okay, das ist das Rätselding. Ganz oben sind wir reingekommen. Dann könnten wir jetzt hier
Habe ich jetzt gemacht? Und da kommen wir doch. Dann gehen wir jetzt mal weiter runter, weil hier sind wir überall schon gewesen. Und hier unten noch nicht. Da sind wir gewesen, genau, sorry. Schnell rüberflitzen. So, heißes Pflaster, hier geht's weiter. Klingt schon mal heiß. So, was habe ich denn eigentlich für ein Abzeichen? Ja, das lassen wir erstmal. Was habe ich denn eigentlich alles für Abzeichen? Schwebepirouette, 2-Stufensprung. Rankenschuss. Ich habe mal Bock, den Rankenschuss auszuprobieren. Man weiß ja nie, wofür es gut ist. Also ich kenne die Level nicht. Okay, die kühlen ab. Habe ich verstanden. Kann man hier oben irgendwas... Oh, das erinnert mich so ein bisschen... Das sieht gut aus im Hintergrund. Erinnert mich so ein bisschen an Chuck Rock. Jump'n'Run auf dem Amiga. Und auf dem... Mega Drive 32er. Mega Drive 32er, was rede ich da? So, der kriegt erstmal Wasser. Ah, siehste? Guckst du doch. Sah so verdächtig aus. Und ab! Probieren wir trotzdem nochmal, ob's nochmal hier. Und dann nehmen wir die auch noch mit. Das war so doof, ne? Ich hätte die eigentlich alle mitnehmen können. Komm, einmal noch. Diese Sucht nach diesen Münzen, ne? So. Jetzt geht's mir gut. Kann ich den irgendwie davor? Warte mal. Den kann ich hinten in der Leine ziehen. Vielleicht kann man den irgendwo... Ah, okay. Dann kann ich den nämlich da drüben vorschmeißen. Macht der nochmal auf, oder? Ja, ja, warte. Dann kann ich den da rüber schießen vor das Ding. Da ist bestimmt was Cooles drin. Mist. Mist, 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 ich habe ihn verpasst. Okay, komm, einmal warten wir noch. Ich möchte, dass der da rüber geht. Los, renn. Na also, immerhin. Bei einer lilanen Münze machen wir das doch. Ah. Da oben sieht es etwas trocken aus. Hier brauchen wir mal... Ich wollte dir Wasser geben, aber was sind das denn für lustige Dinger? Wie aus dem Popcorn. Schnell. Hier den Zehnbaum auch. Probier mal, hier ist Wasser drin. Okay. Dann machen wir dich jetzt nass. Ha! Siehste, so ist besser. Das gelbe Ding sieht echt lustig aus. Bisschen wie, weiß ich nicht, wie so eine Elvis-Tolle. Kann ich die ablöschen eigentlich? Ah, ja, es macht Sinn. Okay, cool. Elefantös. Sieht ein bisschen aus wie Benjamin Blümchen. Tatsächlich. Ach, die sind jetzt abgelöscht. Okay, also wenn ich die einmal mit Wasser erwische, dann sind die abgelöscht. Gut. Mal hoffen, dass ich meinen Rüssel irgendwo nochmal voll kriege. Und kaum gesagt. Schon abgelöscht. Jetzt machen wir hier auch noch ein bisschen. Ja, siehst du es denn? Können wir nämlich bestimmt hier so uns reinquetschen, wie ein dicker Elefant. Cool. Ja, perfekt. Zweite Zehner, wir sind in der Reihenfolge geblieben. Das ist schon mal gut, aber... So, jetzt machen wir erstmal hier. Safe. Und dann will ich schon mal gucken, ob hier oben noch was ist. Siehst du, da ist noch was. Mist, 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 Mist. So, die sind abgelöscht. Wofür kann ich dich denn eigentlich hier... Du kannst doch nirgendwo was großartig machen. Sind die hier oben abgelöscht? Ja, sind abgelöscht. Das war so dumm, ne? Weil ich so ungeduldig bin. Viel zu früh gesprungen. So, einfach cool bleiben. Einfach. Da oben ist eine Wolke. Warte, 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 warte. Wie kommen wir zu der Wolke? Toll.
komme ich... Ich vergesse, als ich ja meinen Rang gesprungen habe. Dann höre ich ja extra... So, kann ich hier irgendwie... Das muss doch da vorne passiert sein. Ich probiere jetzt nochmal hier vorne ganz kurz. Hier nochmal drauf zu gehen. Vielleicht kann ich mit dem Rankensprung was machen oder ich hätte doch auch wieder den Weitersprung haben müssen wahrscheinlich. Und ich glaube nicht. Obwohl, wenn ich in dieses kleine... Geh mir nicht auf den Sack. Aber jetzt ist mir zu riskant, das auszuprobieren. Ich würde gerne... So, die haben wir abgelöscht. Die haben wir leider nicht abgelöscht, weil dieser Bumdussel uns dazwischen gekommen ist. Guck mal, man kann da oben echt komplett langlaufen. Ich hätte wirklich... Einfach nur... Warte, wir probieren das mal anders. Ja, so geht das. So habe ich mir das vorgestellt und jetzt versuche ich die mal alle irgendwie ein bisschen hier. Die kann ich ablöschen. Oh, das war so dumm, ne? War echt nicht clever. Das war nicht so. Warte, wir gehen jetzt nochmal da hoch. Ich will jetzt nochmal. Ich wollte halt gern wissen, wie man da nach links kommt. Das wäre halt so mein Wunsch gewesen. Oh Mist. Ich hätte hier doch den langen Sprung gebrauchen können. Wahrscheinlich werden wir jetzt... So, die haben wir jetzt erstmal alle in Ruhe abgelöscht. Wahrscheinlich werden wir irgendein psychedelisches Pflänzchen jetzt nicht mehr sehen, weil ich eben da oben, glaube ich, hätte lang gemusst. Naja, komm. Beim nächsten Mal wissen wir es. Wir wollen ja durch die Magmahöhlen durchkommen. Aber wenn ich mir das da oben angucke... Ja, das wäre besser... Das vorher mal wüsste, ne? Welchen Sprung man da am besten nimmt. Hier wäre jetzt ein 10er gut gewesen oder so eine. So, warte mal, jetzt kann ich hier in Ruhe gucken. Ja. Boah, Glück gehabt. Brauche ich jetzt nochmal. Einen Wasserpot. Und dann könnte ich mich da so hoch. Bum, 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 bum. Komm runter. Ja, perfekt, so habe ich mir das vorgestellt. Wenigstens haben wir alle 10er Münzen, aber wir haben noch nichts. Ja, es war blöd. Ich hätte da oben lang gemusst, glaube ich. Um noch da eine... Diese psychedelische Pflanze auszulösen und dann... Warte mal, ich will wenigstens auf der Stange etwas höher fliegen. Jetzt kann ich wieder warten. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nee. Also es wäre echt alles besser gewesen mit dem langen Sprung. Und deswegen ist das mein absolutes Lieblingsextra. Weil da hätte ich hier ein paar andere Sachen noch mit. Ja, ist ein bisschen blöd. Dass wir die Ecke da oben nicht erwischt haben. Aber den nehmen wir jetzt erstmal so. Das mache ich dann nochmal bei anderer Gelegenheit, den oberen Weg zu gehen. Dass wir nicht wieder durch selbe Level müssen. Hier mal ein bisschen weiterkommen. Dann holen wir uns hier die nächste... Oder das nächste Geschenk ab. Ich habe förmlich darauf gebrannt, den Palast im Alleingang zurückzuerobern. Aber dann ist es mir zu heiß geworden. Ja, es ist sogar ziemlich gefährlich da draußen. Ich weiß nicht, wie du das aushältst. Da fällt mir ein, ich habe hier etwas Nützliches gefunden. Das solltest du an dich nehmen, Prinz Florian. Ja, ich erzähle auch auf mich. Wundersamen erhalten. Perfekt. So, zwei brauchen wir noch, dann können wir zumindest oben das Minischloss schon mal machen. So, warte mal.
Da haben wir, da haben wir, da haben wir. Können wir da hinten rechts weitergehen? Was ist denn jetzt? Achso, fliegt dann immer wieder dahin zurück. Hier waren wir. Hier haben wir, glaube ich, eingekauft. Jetzt gehen wir hier mal runter. Oh, der Rankenschusstest, ne? Ich habe das extra ja gerade an mir dran. Aber ich möchte gerne Level spielen. Das haben wir auch schon gespielt. Das haben wir auch schon gespielt. Komm, wir brauchen ja, wir brauchen die Samen. Ist jetzt okay, da haben wir halt ein paar mehr Abzeichen mit drin. Solange die mich nicht so richtig abnerven, lasse ich das auch drin. Und wir machen das auf alle Fälle. Jo, ich weiß das. Okay, ja, natürlich. Ich kann das, ich bin Super Mario. Deswegen habe ich den genommen. Ja, interessant. Ist gar nicht so schlimm, weil ich habe nur den Eindruck, ich muss einfach nur gucken, wann ich mich im Moment. Jetzt habe ich da aber was verpasst. Kann ja nichts passieren. Wir gucken nochmal. Ich fliege nochmal runter. Da an den Zehner würde ich schon gerne noch dran. Ja. So wollte ich das. Was passiert jetzt mit mir hier noch so ein bisschen? Nee. Okay. Gut. Aber den Zehner wollte ich wenigstens haben. Oh. Ja, ich weiß, aber ich mag das gar nicht, so ins Ungewisse zu springen. Hm. Genau deswegen wollte ich dann einfach so... Das ist so kacke im Leveldesign. Sorry, es tut mir echt leid, Leute. Aber das sind so Sachen, da habe ich auch wenig Verständnis für, weil du einfach ins Blinde springst, ohne dass du ansatzweise erkennen kannst, wie es funktioniert. Und das finde ich halt nicht so schön. Nein, nein. Okay, ja. Aber ich muss sagen, es regt mich jetzt nicht so auf, wie ich es eigentlich gedacht habe. Weil ich mit dieser Liane bisher noch nicht so viel machen konnte. Da gehe ich jetzt kein Risiko ein wegen der Zähne. Das machen wir mal nicht. Weil wir haben jetzt unseren Samen und wir haben den Test bestanden und damit ist für mich alles gut und alles legitimiert, was ich hier gemacht habe. So, jetzt gucken wir erstmal, wie viel wir haben. Weil sobald wir 15 haben, gehen wir oben ins Schloss. Dann kriegen wir das vielleicht in die Episode sogar noch rein. Und dann muss ich mal in Ruhe gucken. Ja, okay, einer kommt. Einer fehlt uns noch. Wo war es denn hier? Ja, da kam man, glaube ich, aber nicht so richtig weiter. Egal. Nee. Nein, halt, stopp, zurück. Nein, hier will ich nicht. Ich will wieder zurück. Hier sind wir schon gewesen. Level verlassen. Sorry, dass das jetzt drin ist, aber ich habe gerade hier unten in den Höhlen so ein bisschen den... Ich möchte einfach wieder zurück nach unten. Warum komme ich da jetzt nicht wieder hin? Das finde ich jetzt richtig doof. Ich habe das hier, glaube ich, falsch gedrückt, ich Idiot. Ich möchte wieder in meine Magma-Höhlen zurück. Das ist jetzt echt mega doof. Na also. Da wollen wir hin. Da bringe ich mich hin. Aber da stand doch eigentlich, dass man hier drüben... Warte, ich will das jetzt wissen. Okay, hier kann ich noch nicht weiter. Also gehen wir wieder nach oben. Ist jetzt gerade alles hier ein bisschen tricky. Hier sind wir schon gewesen, da sind wir schon gewesen. Hier
komme ich nach rechts nicht weiter, warum auch immer. Mir fehlt tatsächlich ein einziger Samen. Was er dann heißen würde, wir müssen wahrscheinlich doch nochmal in das eine Level wieder rein. Vorher kommen wir hier wahrscheinlich nicht weiter. Komm, dann gehen wir mal Rätsel der Items. Und nehmen aber unser Leuchte. Wo ist das denn nochmal? Fühler, hier, das. Um zu gucken, dass der mir anzeigt, wo die Extras sind. Und dann kriegen wir wenigstens als Abschluss, und das finde ich ganz cool, kriegen wir dann wenigstens den, nee, warte mal, ich fühle mich, glaube ich, sicherer mit dem... Und hier macht es nämlich schon dick. So, ja, genau. Jetzt ist die Frage, wie komme ich zum Beispiel in das Ding rein? Hier kann ich nicht runter. Und hier habe ich keinen Schlitz, wo ich so durchdingsen kann. Wahrscheinlich werde ich mich irgendwie dahin worben müssen. Aber wir sind mal kreativ und gucken mal, wo uns das hier so alles hinführt. Geht er auch gerade wieder ab. Also hier muss auch eins sein. Aber ich kann hier nicht. Da oben sehe ich eins. Ja, das ist gut. Die Frage, wie kommt man da hin? Gut, den haben wir schon mal. Okay, einen haben wir. Wirklich die Frage, wie komme ich an den Kram da unten dran, ne? Ich will nochmal mich da oben reinschmeißen. Mal gucken, ob ich hier so lang gehen kann. Natürlich nicht. Also bis jetzt leuchtet es mir es noch nicht ein. Es ist wie immer. Nein, ich will mal den Elefanten. So, warte mal. Wir haben ja hier unsere geschickten Dinger. Nein, wir nehmen erstmal den Elefanten. Und ich möchte da oben die gelben Dinger. Und dann könnte ich ja mit dieser Blase hochschweben. Ich glaube, das ist... ein mögliches... Was war eigentlich mit dem Ding? Konnte ich das irgendwie anstupsen? Da rechts scheint es auch irgendwo reinzugehen. Ja, ja, machen wir gleich. Okay, der kriegt zumindest den Rüssel da so reingekloppt. Okay, das war schon mal das nächste Level gelöst. Gut, alles klar. Also man muss hier alles kombinieren, finde ich aber jetzt gar nicht so schlecht. Gehen wir mal hoch. So, das ist der dritte. Ist die Frage, kann ich da... Hier wabert es irgendwie. Und hier muss irgendwo... Irgendwie muss ich... Ich sehe jetzt aber auch nicht... womit ich mich hier noch... bewegen könnte. Könnte ich hier so drunter springen und dann... Ja, ich weiß, dass hier was ist, aber... Okay, jetzt habe ich hier so ein Ding hingesetzt. Kann ich das so wieder crashen? Das sieht auch nichts so aus, als wenn man... Warte mal. Man konnte doch so rüberschießen, den Babbeln. Jetzt weiß ich's. Alles klar. Cool. Okay, der macht die platt. Aber ja... Denk nach. Du hast den Elefant, du hast den Bohrer. Irgendwie muss doch noch was gehen hier. Da kann ich mich nicht drunter durch. Ja, ich weiß, da ist irgendwie... Hier geht's auch ab wie... Ich wüsste... So, warte mal, jetzt holen wir uns nochmal den Bohrer.
Frage, ob ich jetzt hier einen Doppelsprung machen kann. Was ist denn, wenn ich unter diese Kugel drunter durchgehe? Der kann ich gar nichts machen. Kostet jetzt hier einfach nur Zeit und ich weiß leider überhaupt nicht, wie das hier gehen soll. Wahrscheinlich ist es am Ende ganz einfach. Wir hatten ja mal... Gib mir mal den hier. Und den Elefanten. Ja. Ich weiß echt nicht, wie es gehen soll. Er kann den... Ah ja, jetzt weiß ich's. Ja, Mann. Siehst du, muss einfach Geduld... Boah. So, jetzt ist die Frage... Okay, jetzt fuchse ich mich mal ein bisschen rein. Hier. Wenn ich jetzt hier hochgehe... Denk nach. Wir haben den Bohrer... Und wir haben den Elefanten. Kann ich mich hier so reinbohren? Einfach nachdenken. Hier oben macht es nichts mehr. Hier habe ich kein Signal, dass irgendwas passiert. Muss irgendwo hier sein. Hier wird er ganz hektisch. Und die Frage? Hier wird er extrem hektisch. Warte mal, dann versuchen wir jetzt mal mit dem Elefanten die Kugel immer auf die andere Seite zu stupsen. Ja, das war so klar, ne? Komm, wir wollen doch diesen einen Samen, damit wir beim nächsten Mal direkt hier weitermachen können. Hier muss das irgendwo sein. Kann ich unter die springen? Ich kann auf die drauf. Mann, denk nach, Akamoshi, denk nach. Hier irgendwo. Da rechts in der Wand. Da ist es. Mann. So, es hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Sorry, dass ihr jetzt da erstmal zugucken musstet, aber vielleicht hat es euch ja auch Spaß gemacht. Wie komme ich jetzt hier raus? Ah. Nee, 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 jetzt nicht noch sterben. Vor lauter Glücksgefühl. So, jetzt können wir nämlich in der nächsten Episode direkt ins Schloss gehen und das finde ich richtig cool. Und ich gehe auch direkt davor, damit ich nicht vergesse, wo wir sind. So, warte mal. Karte nochmal kurz aufrufen. Oh nein. Einfach auf zurück. Du drückst immer die falschen Tasten, du Dussel. So. Und genau hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Keep on gaming. Ciao.